Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto. Immer noch im Clan. Die Einheit oder eine Einheit heißt er ja. Aber mal aus aktuellen Anlass eine Farmfolge von mir. Also was heißt eine Farmfolge? Keine Farmfolge, sondern eigentlich eine Rathaus 9 Folge. Also ihr habt das ja im Thumbnail gesehen. Die Folge heißt Mein bester Angriff. Und ja, wir suchen einfach mal meinen besten Angriff. Und ich weiß nicht, wie ihr das dunkle Rand farmt. Ich mache das hier fast ausschließlich mit GoVibe, denn der GoVibe kostet hier natürlich nichts. Also was heißt nichts? Er kostet nichts an Dunklen oder so gut wie nichts an Dunklen. Und wir müssen nur halt zusehen, dass wir die Packer hier immer gut reinkriegen in diese Base. Also wir wollen letztendlich natürlich nur das Dunkle haben hier. Und ihr seht das, ich habe hier auch noch dieses komische Geschenk, was ich immer machen muss. Jetzt giften wir hier aber mal die Queen. Aber wir haben jetzt schon einen Großteil des Dunkles an uns reißen können und das reicht mir eigentlich schon immer. Ich denke mal 50% holen wir hier in jedem Fall irgendwie. Vermutlich kommen wir sogar ans Rathaus dran. King ist noch am Start und schauen wir mal, wie die jetzt weiter durchgehen hier. Ja, der Golem tankt jetzt natürlich gut. Die restliche Def hier und die Packer schön dahinter. Ja, jetzt nicht ganz alle Packer. Queen wieder jenseits von Gut und Böse da oben. Also unterstützt gar nicht, sondern macht das, was sie sehr, sehr häufig macht. Mauern. Ja, aber ist nicht so tragisch. Da haben wir schon den ersten Stern. Mal gucken, ob wir das Rathaus nicht auch noch kriegen. Ah ne, der Packer hier unten ist jetzt leider schon weg. Damit ist auch das Rathaus hier für uns so relativ unerreichbar. Gucken wir mal, dass wir jetzt noch... Ah ne, das Dunkle ist nur noch im Rathaus drin. Okay, dann können wir hier, denke ich mal, unsere Queen schon zünden. Mal gucken, wie viel Prozente wir hier jetzt noch machen. 60%, ja, ich denke mal 10% jetzt zu machen, ist noch relativ schwer, dass wir hier den gesamten Bonus mitnehmen. Ich bin hier oben ja in Meister, ich glaube, ich bin in Meister 1. Und jetzt tankt hier mein Golem zwar noch, aber der ist jetzt ruckzuck kaputt. Da oben läuft noch eine kleine Bogenschützin. 65%. Ah, jetzt geht die nach da und kriegt da gleich auch Beschuss. Aber mal sehen, ob wir nicht den ganzen Bonus hier mitnehmen können. 66. Ah, das wird eine ganz enge Kiste. Aber meine Bogenschützen könnten das noch machen. Ja, das wird auf jeden Fall was. Also bei 70 können wir das Ganze hier auch beenden. Dann kriegen wir den ganzen Bonus hier. Und dann sind das hier nochmal 740 drauf. Also ist jetzt nicht die Masse. Ah, ich nehme Meister 2. Okay, das heißt, wir kämpfen uns einfach mal ein bisschen höher. Und dann schauen wir mal, dass wir hier noch so ein bisschen mehr Dunkles in unserem Pot reinkriegen. Ja, ich habe die Suche jetzt einfach mal übersprungen und wir nehmen diesen hier jetzt einfach mal mit, denn das Dorf hier ist noch nicht so super stark und deswegen können wir uns den einfach mal gönnen und ziehen hier jetzt den Golem mal vor. Ja, ich habe jetzt einen Golem gebaut gehabt hier, das lag einfach daran, dass ich natürlich auch spende, was das Zeug hält. Und jetzt gucken wir mal, ich habe hier auch noch weitere Riesen drin, das ist natürlich nicht schlecht. Dann ziehen wir hier jetzt mal die Helden raus. Wieso kann ich, jetzt konnte ich den Helden hier hinten in der Ecke nicht setzen, aber ich denke mal, die Packers gehen in jedem Fall jetzt rein. Oh, was kommt da denn? Das muss ich giften. Scheiße. Mist. Das ist mir natürlich nicht gut gelungen an der Stelle. Und jetzt verliere ich natürlich ohne Ende Truppen. Aber meine Packer sind da ja noch unterwegs. So, die kriegt erstmal das Geschenk auf den Kopf. Und den letzten Magier setzen wir ja auch. Ja, ich denke mal, das wird auch auf jeden Fall was. Und wir ziehen uns in jedem Fall hier das Dunkle rein, wenn auch nicht alles, aber das meiste sicherlich. Ich weiß gar nicht, wie viel jetzt hier zu holen war. Ich glaube, es waren nur 2,4. Wir haben jetzt aber schon mal 45%. Oh, bis 70% sind es natürlich reichlich, aber die Mauern sind jetzt nicht so stark. Da müssen meine Packer eigentlich ganz gut durchkommen. Und ja, das machen sie auch. Also nach wie vor GoVibe hier. Gute Angriffsstrategie. Und jetzt muss ich allerdings meine Queen schon zünden, denn die macht da mal wieder eine Mauer, anstatt einen kleinen Schritt nach vorne geht und die Kanone macht. Also bleibt die Kanone erstmal unberührt. Jetzt haben wir hier noch so ein paar kleinere Tesla. Ja, aber meine Packer gehen natürlich gut durch da. Riesenbombe ist jetzt nicht so schlimm. Der Tesla ist auch weg. Der Flächenschaden geht jetzt noch weg, ja. Aber jetzt haben wir natürlich den doofen Bogenschützenturm.
und da hinten den Bomber. Ah, der ist jetzt auch weg. Okay. Ja, das könnte was werden. Könnten 3 Sterne hier werden für mich. Also, wir haben ja jetzt schon über 70%. Das heißt also, wir kriegen in jedem Fall den vollen Bonus. Und ich sehe es gerade. Den Rest brauchen wir gar nicht. Den könnten wir abbrechen. Aber mal gucken, ob wir den nicht auf 100 bringen. Von der Zeit her wird es leider eng, weil dieses Lager hier natürlich auch noch gemacht werden muss. Das hat jetzt keiner gemacht. Ja, schade. Schade auch, aber ich denke mal, auch wieder ein ganz gut gelungener Angriff. Und ich denke, nach dem Angriff gucken wir einmal in den vorletzten CK rein. Also in den letzten CK, nicht in den neuen CK. Denn der letzte CK war hier wirklich, wirklich krass. Kann man nicht anders sagen. Und da habe ich natürlich meinen besten Angriff gemacht und nicht hier beim Farm. Deswegen, ja, mal gucken. Ah, schade. Schade, die Kanone fällt natürlich in jedem Fall, oder? Fällt die Kanone? Ah, der ist auch schon angeschlagen, okay. Ja, das wird nichts mehr. In 13 Sekunden schaffe ich die Bauhütte auch nicht. Da kann ich ja abbrechen. Okay, also ich auch hier ganz gut mitgefarmt. Und jetzt gucken wir nochmal in den letzten Klankrieg rein. Und ihr seht das hier schon. 60 Sterne. Ja, also voll Haus hier, obwohl der Gegner gut dagegen gehalten hat, keine Frage, aber das Dorf hier war natürlich für den Gegner, ich hatte ja in der Folge gestern angekündigt, der kann froh sein, wenn er hier 30-40% schafft, mehr ist es auch nicht geworden und auch meine Base hat hier gehalten, ja, und wir haben hier alle Bases hier gedreiert und um nochmal auf meinen eigentlich, ich glaube es war mein bester CK-Angriff, den ich bisher im Rathaus 9 Bereich gemacht habe. Das sieht jetzt zwar noch nicht so schwer hier aus, aber das ist immerhin eine Base, die hier die X-Bogen ausgebaut hat. Also es ist ein 9,5er, hat dann auch hier sogar schon den dritten X-Bogen. Was er nicht hat, sind Infernos. Er hat keine Infernos, hat aber einen Bogenschützenturm mehr. Und ihr seht das hier, die Bogenschützentürme, die Kanonen und auch die Magiertürme sind alle höher, als ich es natürlich gewohnt bin, als RH9. Aber wir gucken einfach mal rein, wie ich mich hier geschlagen habe und... Ja, ich war so ein bisschen wie von den Socken, muss ich sagen, weil ich gedacht habe, naja, jetzt ist mir die 5 hier zugeteilt worden, also ein Rathaus 10er oder 9,5er und der aber jetzt schon wirklich nette RH10-Dev hat und ich habe gedacht, naja, 2 Sterne, irgendwie holst du die auf diese Farmbase hier, das ist ja so ein bisschen Farmbase und das musst du schon irgendwie packen, hier 3 X-Bogen in der Base, große Base auch und also auch viel für ein Cleanup, wenn ihr in die Base mal reinschaut und ich denke mal, das habe ich trotzdem ja, ganz gut gerissen. Also Eigenlob stinkt natürlich immer so ein bisschen, aber es war schon, denke ich mal, bockschwer, auch wenn meine Helden schon recht stark sind und recht dominant sind. Ist das hier kein Zuckerschlecken, so eine Base? Gut, die gegnerischen Helden waren jetzt nicht so gut, aber ich habe hier unten jetzt alles, was ich an Hogs hatte, hier unten reingesteckt. Also wirklich volles Risiko hier mit den Hogs hier rein. Und aber in der Mitte tankt mein Golem natürlich wirklich super. Die Bowler sind dann noch am Start und die Queen auch. Die ballert jetzt schon aus Rathaus. Da habe ich eigentlich schon gedacht, ja, Thorsten, 2 Sterne. Hast du gut gemacht. Ja, das sieht ganz gut aus. Und habe jetzt auch keinen Heilzauber mehr über. Also die muss ich wirklich ein bisschen eher werfen. Denn da kommt natürlich hier auf meine Hockrider so ein bisschen mehr an Defense zu, als ich das eigentlich gewohnt bin. Ein bisschen haben sich natürlich jetzt auch getrennt. Und ich schaffe, glaube ich, auch die, ich weiß gar nicht, schaffe ich die gesamte Defense-Angriff, ist ja jetzt auch schon 2 Tage her, aber echt kaum noch was an Hogs da und noch 3 Dev-Gebäude hier. Ja, jetzt ist in der Mitte der kleine Golem, der ist jetzt auch sofort Geschichte und ich habe jetzt gedacht, ja, jetzt musst du ja jetzt gleich deine Queen zünden, kommst da eigentlich nicht wirklich an den Bogenschützenturm ran. Müssen wir mal gucken, wie ich das gemacht habe. Denn ich habe sie immer noch nicht gezündet. Ich habe also wirklich lange gewartet, dass ich hier so ein paar kleine Bogenschützinnen mit dabei habe, die Mauer jetzt mit aufmachen. Und jetzt kriegt zwar meine Queen schon Beschuss, aber die kleinen Bogenschützinnen sind dabei und gerade so gepackt. Gerade so geschafft hier. Also echt krass. Schöner Angriff, denke ich mal. Und mit den 3 Sternen habe ich nicht gerechnet hier oben. Muss ich sagen, ich habe wirklich gedacht, das werden 2 Sterne hier. Und zu dem Zeitpunkt hier haben ja alle gedreiert in ihren ersten Angriffen. Also das war schon wirklich, wirklich dominant. Aber wie gesagt, der Gegner hat gut dagegen gehalten und ist leider oben dann stecken geblieben bei unseren schweren Bases. Da konnten die letztendlich nichts entgegensetzen. Und
Auch der Masti hier hatte mit beiden Bases oben, also sowohl mit dem Elver als auch mit dem Rathaus 10, wirklich leichtes Spiel hier. Den können wir uns mal anschauen. Den haben wir auch schon echt lange nicht gesehen, den Mustango hier. Und ja, dann so eine Base hier, also da kennt, muss der Masti in den jetzigen CK doch etwas schwierigere Bases machen. Also diese hier war, ja, ich habe ihm getippt gehabt über einen Messenger, dass das natürlich so ein bisschen Opfer war, oder beide Bases waren eigentlich Opfer für ihn. Und deswegen freut mich das natürlich, dass wir zusammen mal wieder einen Clankrieg spielen. Ich mache jetzt noch einen CK hier mit. Danach verlasse ich mit dem Avatar diesen Clan hier, denn ich möchte mal wieder woanders hin. Also vielleicht hat ja einer von meinen Zuschauern Lust auf den Avatar-Account hier, den aufzunehmen und einen netten CK mit euch zu spielen. Schreibt mir das vielleicht mal in die Kommentare und dann gehe ich mit dem Avatar hier auf Wanderschaft. Sonst mache ich das ja mal so, sonst suche ich im Global und finde da sicherlich irgendeinen Clan. Aber es geht natürlich viel schneller, wenn ich vorher weiß, wo ich hin muss oder wo ich hin kann. Und um dort einen schönen CK mit euch zu spielen und auch ein schönes Video drüber zu drehen. Ich denke mal, viele sind es hier wert, auch mal gezeigt zu werden. Schöne Angriffe hier, nach wie vor sehr vielfältig das Spiel hier, Clash of Clans, finde ich. Also ihr habt ja in dieser Woche auch mal was anderes von mir gesehen am Sonntag und oh, das geht, das mache ich auch, aber ich glaube, es lohnt sich dann nicht wirklich, dann so Folgen von abzudrehen. Ich denke, das mache ich dann weiter, mal einen Tag und dann lasse ich es wieder eine Woche liegen. Ich habe heute mal auf meinem alten Tablet so ein paar ältere Spiele gestartet, wo ich über 600 Tage nicht online war. Also seht es mir nach, dass sich solche Folgen wie am Sonntag wirklich rar halten hier auf meinem Kanal. Ich werde sicherlich immer mal wieder was antesten und das auch aufnehmen, aber Clash of Clans ist hier meine Welt. Clankriege, wirklich schönes Ding hier vom Master. Und der nächste CK wird auch etwas schwieriger, auch für Mustango. Wir können hier mal reingucken und ist auch wieder sehr, sehr gemischt. Ja, ich bin auch wieder vor reiner Zufall und Masti ist unser einziges RH11 und muss dieses Mal ja zwei etwas bessere RH11er machen. Also die sehen schon ganz, ganz anders aus hier. Mal gucken, was er sich einfallen lässt. Und ich werde es auf jeden Fall hier nicht mehr aufnehmen. Das heißt also, ich stelle mich jetzt schon mal auf Rot. Nicht, dass die mich hier nochmal mitnehmen. Und ich würde sagen, schreibt mir das in die Kommentare, wenn ihr den Avatar mal bei euch im Clan sehen wollt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer, Daumen nach oben da lassen. Bis dahin, euer Toto. Clasht!